dama. Goi, rata. Duas enxadas. Um cavalo. Estamos aqui, aqui aí, ó. Um cavalo de 4 anos. Ainda que isso tem que chover, tá? Em quantas faz? Uma batedeira de manteiga. And all the back oven. Um forno velho. Dois sacos de tofu. Dois sacos de batata. Três swine. Três porcos. Schmierkäse. Uma panela de schmier. Der Ambus ist schon kaputt. Uma bigorna estragada. Ein Mule. Mit dem kann man noch was anfangen. Ist etwas schwer. Sei ab. Uma Mule. Islam. Mann. Der Mule gehört dem Georg, der hat ihn dem geschenkt. Das stimmt, das weiß ich. Also das Mule ist dem Schosch. Und der Boot, der gehört von heute an mir. Das habe ich schriftlich, das wisst ihr, Herr Delegado. Ja, Hauber, da muss ich euch jetzt noch was erklären. Dass die alles verloren hat, dann ist es so, dass für den Schosch jetzt ein Vormund da ist. Der Dr. Bilje hat den Vereador Kloss vorgeschrieben. Und der Schosch muss dann bei denen so wohnen gehen. Da wird auch was gelernt, vielleicht ein Handwerk oder sowas. Das Ganze, das ist noch nicht mal sein Konto wert, wenn der Gaul und die Mule nicht wär. Noch nicht mal Sattgut ist da. Samen und Geld hat mir niemand vorgestreckt. Aber das ist ja nicht so schlimm. Aber ihr habt ja jetzt eine Pension vom Munizip. Von dem könnt ihr ja leben. Wenn ihr vielleicht zurück nach Deutschland wollt reisen, dann will der Vereador Gelser das Geld vorstrecken. Und ihr könnt vielleicht mit dem seinen Sohn rüberfahren, weil der fährt ja sowieso jetzt nach Deutschland Insel kaufen. Ich habe immer in Deutschland mit meinen 2 Händen geschafft und du auch. Da oben im Wald, da ist er richtig, bei der Jakobine. Da tun sie ja auch nix.
Macht, Christus. Unser Herrgott hat uns gesegnet und geschützt. Sein Segen ist mit uns allen und mit unseren Kindern und all, wo noch nicht bei uns sind. Er hat uns auch das Vieh gesegnet und unsere Arbeit. Wir haben mehr Korn und Maniok, das wir gebrauchen. Unser Herrgott hat die Kranke geheilt durch den Hanjörg und durch mich. Die anderen, die haben uns verfolgt und verspottet und sie können nichts uns tun. Unser Glauben ist stärker. Und warum? Gott redet zu uns. Mit uns hat er den Anfang gemacht. Mit uns und durch mich. Ich werde euch lesen von der Armut, von eurer Krankheit und von eurer Verzweiflung, dass ihr so zurückgestoßen seid. Eines jeden Leid ist unser aller Leid. Eines jeden Gut ist unser Allgut. Eines jeden Kind, eines jede Sünde und Schuld, das ist sein Wille. Fürchtet nur unser Herrgott und nicht den Delegado und nicht den Juiz und nicht den Gouvernator. Und auch nicht der Porte. Wer von uns abfällt und wer uns verspottet, den wird er mit Feuer verbrennen. Jesus! Wir sind sein Werkzeug. Unser Vater. Jetzt zieht ihr es alles. Zieht ihr mal Vater alles. Unser, der du bist im Himmel. Heilig werde dein Name. Dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Mensemutter, der Tee tust du auskochen und tust du auf das Auge legen. Machst ein Plaster und morgen früh ist alles gut. Ihr. Und das da machst du wie immer. Lass mir mal das Liedlied ja her. Guck, Rudi, wie still. Ich hab jetzt keine Angst mehr. Horch mal, wir brauchen Ochse und Eisen und Holz für das Fruchthaus. Red mit dem alten Sehen, der hat nichts gegen uns. Und noch, da gib acht, dass nicht alles in die Stadt verkauft wird. Jeder zehnte Sack muss bleiben für die Saat. Hey! Stell die Mehl an!
Was hast du da? Ah, die Jakobin. Die Hex hat doch in meinem Mehl nichts zu tun. Estou aqui acampado, que eu faço, Deus determina. Eu vim cá pra estas bandas, à procura de uma China. Pois hoje eu quero pousar no rancho de Jacobina. Mais 5 sacos de farinha, um para cada um. Isto aí foi tudo que nos restou da guerra. Nós ficamos 3 anos na Guerra do Paraguai. E arma? Vocês não querem comprar? Eles não têm dinheiro, mas também não passam fome. Será que ela é uma bruxa mesmo? Aber isst doch alles. Sei doch nicht so schlafrig. Ich muss mich um meinen Bub kümmern. Aber? Aber das packst du nicht. Komm zurück. Allein packt's niemand. Der Ober vom Fernerpreis wollte ihr nicht wo tanzen gehen. Die Jakobine sieht das nicht. Hat ein Dutzend leere Gläser und kein eins voll. Gell? Der andere Tisch, der ist immer voll mit Bier dort und wir müssen immer dort durchschleifen. So was habe ich noch nicht gesehen. Das ist so ein Schande. Hans, danke her, du bist mit dem Maurer, mit dem Blasetocker in Behandlung. So kann ich mein Bodeck so machen. Wie kann ich ihm mein Mittel verkaufen? So verbreche ich. Wir brauchen überhaupt den Plasterdoktor da oben am Berg nicht. Und seine Frau, die Jakobine, die wo will Christus sind, die hat jetzt noch lesen gelernt. Und jetzt will sie mehr wissen, wie studierte Leute. Aber da steckt der Muggerpaff dahinter, der Klein. Der wäre Richter bei den Kommunisten geblieben, drüben in Trier. Dort in Nordamerika haben sie ihn auch schon fattgejagt.
Das hat das schon eine Revolution angefangen. Reicht mir leid, ich will euch immer was fragen. Warum sind wir dann von Trebo gekommen nach Brasilien? Wir wollen doch da in Frieden leben. So wie wir es uns ausgesucht haben. Und vom Maurer, was der meint, der ist mir doch viel lieber wie ein Doktor, wo wir gar keinen da haben. Und das mit der Jakobine, das will ich mal euch mal was sagen. Wollen wir ein bisschen warten, was dort dahinter ist. Das Kommunismus dahinter. Die ist mir doch viel lieber, was die da oben herbringt und verabrast. Die tut überhaupt Ordnung da hinschaffen. Wie die Missionäre von Uruguay kommen, wo wir gar nicht verstehen tun. Ach, Johannes, Eigentum ist Diebstahl, so hat der Muckerpaff da von der Kanzel drinnen gepredigt und Hansen aber runtergeholt. Ist das vielleicht Diebstahl, Johann, wenn man unser eines sich was arrumiert in der Plantage? Ja, das ist wahr. Ich will euch was sagen, Bruder. Und sagen es auch für euch all. Ich hab etwas arrumiert für mich. Ich hab ein bisschen Eigentum. Aber das nehme ich nicht mit ins Grab. Und da noch was, das werde ich auch verteilen. Und hauptsächlich für die Jakobiner, für die da oben die von Ferbras. Dass die das ruhig weitertreibt da oben, wie es die ganze Zeit macht, wie jeder eine weiß. Die macht's doch mit jedem. Jetzt ist aber genug doch. Ich will euch eins sagen. Der Erste, der ein Wort gegen die Jakobiner sagt, dem schlage ich das Maul zu. Lasst uns in Ruhe. Das ist genug für uns. Fala da. Ist tot, er hat sich aufgehängt. Das ist vom Maurer, von der Jakobine. Ihr seid Zeier. Die haben dem was gegeben. Der war verhext. Du bist volljährig, Willem. Ich habe auf deinen Namen 2x10.000 Goldmark deponiert in Deutschland. Du, liebe Fallen, du das Reich kennenlernen und du einkaufen. Die Bauern brauchen Geräte und das Militär will das preußische Gewehr. Und wenn du eine findest, wie deine Mutter, dann schicke ich dir noch 10.000. Vater, ich bin volljährig. Hat er auch kein Vater mehr? Und deshalb bleibt er bei uns. Wir alle sind jetzt sein Vater.
Descontando a banana e a farinha, fica um saldo de 2.620, senhor pastor. Já deixei de ser pastor há muito tempo. Todos sabem disso. Só da Bíblia não se vive, não, seu Gomes. Mas o senhor não acha que o preço está um pouquinho salgado demais? O senhor vai ter que me dar um desconto, né? Atira sem apertar o gatilho. Então eu prefiro a caixinha de música ali atrás. Eu pago a diferença. Vocês nos dão um trabalho com esse jeito de negociar. Para que serve o dinheiro se eu tenho que trocar minha mercadoria por bananas, farinha? O que tu tá fazendo com essa galinha? Por acaso tá lavando os pecados da alma dela? Não, é que ela não quer mais chocar. Daí o Rainer disse que se a gente põe ela na água, ela fica com febre. Daí ela choca, mesmo não querendo. Febre, o Rainer, o Klein, a Jacobina, isso tudo já tá virando febre. Willi, tu não tem direito de falar assim. Mas de onde tu vem? Eu fui a Porto Alegre. Providenciar minha passagem para a Alemanha. Então quer dizer que tu vai mesmo? É, fazer compras. O Klein já fez as compras dele em Porto Alegre. O Klein? O Klein sabe o que, que ele faz. É, ele já comprou armas, munições. Vai ver só o que, que vai ficar isso aqui depois. Filho, fica aqui comigo. Não me deixa sozinha aqui, com nós, com a minha mãe. O meu pai passa o tempo todo no morro. Eu não posso ficar sozinha contra todo mundo. Me leva junto, agora. Eu falo com meu pai. Maria, tu sabe muito bem o que eu sinto. Tu não conhece aquela gente da cidade. Eles não vão deixar a Jacobina em paz, nunca. Até a noite, Maria. Tá com medo. Todo mundo aqui tá com medo. O que tá acontecendo? Aqui a gente tem tanta coisa. A gente tem a liberdade. Oh. Alô? Nicht weinen. Wenn jemand dir was tut, das ist deine Schuld. Du kommst in den Himmel.
Nicht die Stärkeren. So. Mich verdrießet die Hoffart Jakobs und mit ihren Palästen Gram. Und sie will auch die Stadt übergeben mit allem, was da drinnen ist. Und wenn gleich 10 Männer in einem Hause dableiben, sollen sie doch sterben. Denn siehe, der Herr hat geboten, dass man die großen Häuser schlagen soll. Lehrer. Ein Momentchen. Und tröstet euch des, dass so gar nichts ist und sprechet, sind wir denn nicht stark genug mit unseren Hörnern? Wer kann mit Rossen rennen oder mit Ochsen flügen? Nein. Moment. Kommt Esse, ich hab schon 3-mal gerufen. Wer kann mit Rossen rennen oder mit Ochsen flügen auf Felsen? Denn ihr wandelt das Recht in Galle und die Frucht der Gerechtigkeit in Essig. Gut. Dann sagt der mal, was ist Gerechtigkeit? Ei, Gerechtigkeit? Siehst du das, du? Da hat er recht. Jakobina, 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 Jakobina. Ja, Klein, so weit ist es gekommen. Wir haben immer da hier in der Kolonie in der Bestfriede gelebt. Und das war das Beste, was wir hatten. Wenn man sich damit abgefunden hat, dass es einem da genauso schlecht geht wie drüben, wenn man sein lebenslang da in der Ross schaffe tut und genauso arm verreckt wie drüben, jeder eine macht sein eigenes Glück. Wenn bei uns jemand schaffen will, da ist aber zu etwas kommen. Und doch ist es so kommen wie drüben in Deutschland. Reich und arm, wissend und unwissend, mächtig und... So, Klein. Jetzt ist gerade genug. Ihr seid einfach ein Volksverhetzer. Oliver, us dois estão presos. Ja, das hat so kommen müssen. Aber das macht nichts. Bei uns ersetzt einer den anderen. Und wie war das mit dem Schuss auf der Weberloi, an dem Ort, wo der Haube sich gehangen hat? Mit dem Tod vom Haube haben wir nichts zu tun. Aber das könnt ihr zu Protokoll nehmen, Delegado. Wenn wir mal schießen müssen, dann werden wir auch richtig treffen. Das könnt ihr gewiss sein. Oliver. Ganz schön lang. Wenn wir da noch so einen Boden machen, Dad. Dann könnte man die ganze Saat nur verbringen. Da hier oben wird das sicher gegen die Mäuse. Und überhaupt. Jetzt
Schwäger tun? Bretter. Wenn uns der Sehen Hannes noch mehr Bretter gibt. Der hat uns schon nächst so viel geholfen. Verwundere dich nicht, Willi, wenn du jemanden triffst da heute, wo du gar nicht erwartest. Ich verlasse mich auf dich. Ich habe mir das gut überlegt. Trotzdem, dass meine Frau und auch Maria die Kirche sind, kenne ich mit der Leiter auch vom Pfarrer Brass. Die Leute, die brauchen Hilfe. Und das ist richtig, was die dort machen. Wenn du nach Deutschland willst machen, dann bleib am besten drüben. Weil wir wollen doch hier ein ganz anderes Leben führen. Ich habe 30 Jahre gebraucht, für das richtig zu begreifen. Ja, isso me deixa tudo confuso. Não sei mais o que fazer. Meu pai quer que eu continue os negócios dele. Continue a fazer o trabalho dele. No entanto, o dinheiro que ele ganha aqui, ele manda para a Alemanha. E o pessoal daqui não lhe interessa nem um pouco. Não se importa com nada. E o pessoal do Morro, do Ferrabrás, mesmo que eles façam tudo direito, eles não têm condições de levar isso adiante. Todos são contra eles. O juiz, a polícia, todos. E eu fico no meio dessa situação toda, entre dois fogos. Und wenn das Zukunft hat da oben Pfarrer Brass, denn nur mit jungen Leuten wie ihr. Guilherme, seu pai está preocupado contigo. E nós também, por lo que está acontecendo em nossa parroquia. Se viajas para a Europa, gostaria de dar-te umas cartas. Jedes Mal weniger. Zeit, dass die Leute auf dem Pech alles selbst machen, nehmen wir Schnaps, kaufen sie mehr. Ja, Schnaps trinken sie immer weniger. Aber dort davor haben sie anders sind. Der Maurer und der Kleine und ohne Porto Alegre die Hochstelle alle rumpappeln. Dein Bruder, der hat uns auch schon gefangen da oben. Ich bin nicht viel besser von dem. Ich sitze auch dem Pech und nur jüngst dem alles noch machen. Pusche noch mal. Aber um die Todzeit der Pech oben auf. Wenn ich ja nicht wüsste, dass ich ihn gesperrt hätte, ich sonst werde klein. Ja, bei dem ist ja alles möglich. Der hat, glaub ich, sogar schon der Dr. Billet und in Porto Alegre dumm gemacht. Ja, wie viel hat's denn dann gehabt? Ich will euch einmal was sagen. Das wird gefährlich in Porto Alegre. Die Leute sagen jetzt, wir hätten den alten Halber umgebracht. Dass wir die Leute verhexen. Und der Abilio, der sammelt Soldaten, die vom Paraguay-Krieg zurückkommen. Wenn der genug Soldaten beisammen hat, dann könnt ihr euch auf was gefasst machen. Das habe ich euch immer gesagt. Wir müssen mehr. Pistole kaufen und Pulver und Blei. Oh, wir haben da schon 15 Gewehre. Das gibt doch nicht genug. Und was macht er mit dem Hand, Jörg? Wollt ihr den mit Gewehre rausholen aus der KP? Ja. Na, bist du verrückt? Ja. Wir brauchen die Gewehre. Der holt mir den Advokat raus. Da wird ihn mit dem Advokat gesprochen. Doch, Advokat.
Und womit willst du den Advokat bezahlen? Wir haben doch abgemacht, dass wir hier unabhängig und selbstständig sind, dass wir kein Geld brauchen und nie keins benutzen werden. Ja, wie wollen wir aber dann rausholen und den Advokat bezahlen? Dann müsst ihr anfangen, Sachen zu verkaufen. Wir müssen unser End verkaufen dann. Nee, unser End wird nicht verkauft. Das müssen wir hier haben für unser Leben. Ja, was wollt ihr dann machen? Ihr könnt nicht beides machen. Entweder wir verkaufen die End, haben Geld für den Advokat oder wir behalten die End für Vorräte. Eins von beiden geht bloß zu machen. Beides geht's nicht. Ja, welche mehr könnt ihr machen, was dir der wollt? Kaiser! Ich habe den Kaiser gesehen. In Rio. In seinem Palast. Er hat zwei Säcke vor sich. Korn und Maniok von unser Land. Und einen Brief in der Hand. Von uns. Und er hat ihn gelesen. Und ein blutiges Tuch. Ein blutiges Tuch. Hat sie gesehen. Sie ist Jesus. Und bitten, Euer Majestät, Gerechtigkeit und Schutz in unser Bedrängnis. Und wir schicken euch Korn und Maniok von unser Land, wo wir ehrlich wirtschaften tun. E enviamos a Vossa Majestade cevada e mandioca de nossas terras que cultivamos com honestidade. Von uns wird jeder jetzt auch gebraucht. Aber die müssen den Hanjörg rauslassen. Dem ist nichts nachzuweisen. Und in Porto Alegre haben sie ihn jeder gern. Wenn der Hanjörg in Rio de Janeiro ist, das ist die beste Beweisung, dass wir keine Schuld haben von nichts. Dem Hanjörg, dem kann niemand was antun. So wie der Hanjörg auch niemand etwas tun kann. Alles bleibt, wie es ist. A sua majestade, Dom Pedro. Du Hidas, kam bloß im Kleinen geschrieben. Wo ist er? Wer ist da drin? Was wollt ihr? Die Jakobine ist krank. Sie schläft. Da kommt niemand jetzt mehr drin. Jakobine! Wach! Jakobine! Du schläfst! Jakobine! Vamos levar! Vamos embora.
Jacobina, du bist jetzt in Sonnabol in der Präfektur. Steig mal auf. Jacobina, ist genug von dem Theater. Wähler, seh mal zu, was du da machen kannst. Jacobina, levanta. Acorda. Levanta. Jacobina, vamos parar de fingir. Levanta. Ruf doch mal da Apotheke, der soll mal versuchen. Fritz, komm mal her. Jacobina. Jacobina. Ist nichts anderes, Mama. Vielleicht singt er mal was. Ja, wir wollen dann singen. Wo Gott der Herr ist bei uns Herr, und rettet deine Glauben, und er ist mein Selbst zu vor euch. Nicht anders wie das Vieh vor dem Wochen. Mir wenige Schwache vor euch, viele Starke. Was han mir dann euch getun? Und was tut ihr mit uns? Wer von euch hat uns jemals geholfen? Und jetzt wollt ihr nicht es mir und selbst helfen. Der Himmel hat uns geheißen, lesen und schreiben zu lernen, dass wir unsere Kranken heilen, dass wir zusammen wettschaffen, que nós trabalhamos juntos. Dass keine Ärmer ist wie der andere. Que um não seja dass keine verhungern muss, weil für die andere schaffen tut. Wir haben unser Leben geändert. Und unser Glück ist anders wie eures, Herr Richter. Und wie eures, Herr Delegado. Das könnt ihr uns nicht nehmen. Liebe in Gerechtigkeit sterben, als leben ohne unser Glaube. Was wir tun, ist richtig und recht, Herr Richter. Aber unser Richter ist der, wo immer zu uns spricht. Am Pfingsten sind wir wieder frei. Am Pfingsten sind wir all zusammen. No Pentecostes estaremos reunidos de novo. Isso é coisa para Porto Alegre, viu?
Mande ela e seu estado-maior para lá. Pequeno Porto Alegre. Todd Rudolph. É Robinson. Vá subindo. Vá subindo. Onde mora, Iago? Vá subindo, André. Lindo. Manda puxar a carreta. Toca. Olá! Olá! Geld für nach Deutschland. Das können wir gut gebrauchen. Sag mal, bist du allein gekommen? Ordentlich Leibweh. Und wenn ihr mal gucken könnt, ob das Mittel da gut ist. Na, no, das tauft nichts. Das ist in Mainz getroffen. Ich habe hier was Besseres. Du hier kochst dich einen Tee ab und trinkst den. Und leg dich nicht oben auf die kalte Steine, weil das tut schade. Das tut mächtig schade. Hast du kein Mittelchen von Sargent, seine Frau, die will ich heute Abend drüber holen. Nee, da habe ich nichts davor. Na, ich nehme nichts. Bei uns sind sie alle egal. Und eine hilft dem anderen. O suicídio do jovem Jorge Halber nesta prisão comprovou a inocência do acusado. O acusado, após assinado um termo de bem viver, no qual abjurará de toda a forma de vida sectária, deverá ser posto em liberdade. Assinado, Dr. Abílio Alves Martins da Silva, juiz. Pode ir. Você não me pega tão fácil. A Jacobina, ela enfeitiçou você, papai. Mas a minha não é feitiça, sabe? Eu posso dividir as batatas com ela, mas você não. Conta. Conta. Von dem Rode. Ein ganzes Fleisch? Ja. Wir haben heute Schlachtfest. Ach ja. Unsere Leute kommen zurück. Von der KT? Und noch drei Flaschen Schnaps. Und sie ist schon alba.
Wo ist denn der Peter? Der ist nach San Leopoldo. Am Samstag? Der hat zu tun da. In der Präfektur. Não vai me convidar para a festa? Kassel, ist dir das zu wild, oder? Ich muss die alles rein. Da hinten ist alles beschissen. Das ist alles der Regen geworden, Herr Meier. Opa, guten Tag. Ich habe doch gehört, er hat sich lachen, hat lauter Dinge wäsch gemacht. Und ich warte mal, hätte er noch Zeit so gut und gibt mir da. Ja, feige sein. Da müsst ihr bloß ein bisschen warten. Gleich ist vorbei. Ah, ich habe einen ganzen Trop kleine Kinder, gell, die erste Schwarte. Die Wäsche könnt ihr euch überhalten, gell, wenn ihr noch Schwarte mal habt. Da hat es noch lang, bis es fertig ist, das Essen. Wir haben Hunger da. Guck mal hier, der Schwanz. Wer will den Schwanz? Was soll man machen mit dem Schwanz? Ja. Ah, ich denke auch mit dem Dr. Billo. Opa, pass nur auf mit dem Schwarte mal, dass die Hunde nicht dran gehen. Ah, ich habe immer noch Hunde. Aufgepasst, gell, wo so wo. So etwas, da muss man immer ein bisschen doppelt aufpassen. Ja. Oh je, das war mal schön. Ja. Wollen wir ja, ich habe nicht gedacht. Wollen wir ein bisschen Musikreiche? Wollen wir ein bisschen Schnaps? Ja, wollen wir sehen. Ja. Na, wir wollen mal Musikreiche jetzt. Mal sehen, ob das... Ja, der Tag noch nicht richtig gesehen. Bis Pinkchen sind sie sehr rick. Und Zeit, dass die Jakobine wieder frei ist und der Klein, machen die Kolonie noch mehr verrückt. Sie kaufen nichts mehr, nur mehr Gewehre. O Pedro Serrano está dizendo que desde que a Jakobina e o pastor Klein estão soltos, a colônia está enlouquecendo e que eles só compram ainda armas. E o que está acontecendo é que nós estamos encontrando na casa de cada um este medalhão que foi encontrado no bolso do Halbert, que se suicidou. Isso mostra, meus senhores, que o governo da província não está bem informado sobre o que acontece com a população local. So is it. Para nós todos, a libertação do bando é uma afronta. É um desafio. Essa libertação não se justifica nem mesmo agora que o velho Halbert e o seu filho se suicidaram. Aliás, eu posso dizer que o nosso prezado vereador Gelser destinou uma boa soma em dinheiro para fazer o túmulo dos dois. Mas, senhores, nós estamos aqui reunidos a convite do senhor prefeito para tratar do problema com o representante do governo da província. Capitão Dantas, faça o favor.
O senhor presidente tem que levar em consideração uma série de coisas. Não tem nenhum amparo legal tomar qualquer medida contra os mencionados. Mas não é do interesse do governo nem conflito religioso, nem racial. Se versauer aos land und die Leid. Ele diz que mesmo assim arruinam a terra e o povo. Isso é sabido. E por isso eu quero comunicar-lhes, confidencialmente, que já foram tomadas as primeiras medidas. O governo fez depositar na casa bancária do Dr. Inácio, aqui presente, a quantia de 3 contos de réis. E foram nomeados como curadores desta soma. E foi por isso que eu convoquei a presença dos senhores aqui. O senhor Peter Schmidt e o senhor Wilhelm Gelser. Os senhores têm a liberdade de utilizar o numerário depositado para a defesa da população. O comerciante Gelser manifestou-se disposto a manter em estoque armas e munições correspondente ao numerário disponível. Mas a violência, meus senhores, só em caso de absoluta necessidade. Violência só em último caso. E para o bem e o interesse de todos, discrição absoluta. Finster erfüllend war, waren sie alle einmütig beieinander. So wie es dort steht und so wie ich es schon gesehen habe, sind wir alle wieder zusammen. Und dort steht weiter, alle aber, die gläubig waren geworden, waren beieinander und hielten alle Dinge gemein. Und so sind wir heute an Pfingsten. Alle zusammen unser Glauben und alles, was unser ist, ist da vor jeder von uns. Und da steht noch was. Und ich will Wunden tun, oben im Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf. Wir kommen in den Himmel. Und die, die nicht mit uns gehen, Blut, Feuer und Rauch.
Maria. Vor Gott, vor Jesus und vor uns alle seid ihr Mann und Frau. Eure Freude ist unser aller Freude. Euer Leid ist unser aller Leid. Euer Kind sind Unschuld. Lieber Gott, beschütz den Willem und Maria und der Hanjörg in seiner langen Reise zum Kaiser. Amen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auf der Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns. Martin, es ist was falsch an dir. Um dich rum ist es dunkel. Was bin ich? Nur schieße, wann wir anfangen! Das ist ein Schrotschuss. Gebt die Karte raus! Und man hat acht auf, was es zu spielen! Mit allem, was du hast! Es ist ernst, Hannes! Denk an dich und an dein Held! Hanjörg, wenn du zum Kaiser kommst, dann zeig ihm auch das. Das war's, was ich gesehen habe. Und wir wollten's nicht verstehen. O que mais me dói, Maria, é que tu tá nessa situação por minha culpa. Mas eu vim porque eu quis. Pelo menos assim eu tô contigo. Se tu tivesse que ir pra Guerra do Paraguai. Meine Mutter haben sie umgebracht. Sie war Mennoniten. Und hat den Farapen mitgeholfen, im Krieg. Was mein Vater war, dem war die Freiheit lieber wie das Geld. 52 ist er gefallen. Das da, das war dem alten Haubert. Er war glücklich verheiratet, halbe Jahre. Nehmen Sie in Ehre.
Schnell eine Waffe. Hier, die machen Schützengräben, die verstecken sich und dann schießen sie. Und wir können nichts machen. Das Tor ist schon der zweite. Gewehre haben sie schon gekauft. Pulver haben sie auch schon halb eingesetzt. Ich tue den ganzen Tag eben dort. Der Kleine tut sogar die Weibsleute hinlernen. Hier, der tut die Schießen lernen dort. Das kracht den ganzen Tag dort, wie beim Militär. Ich war beim Intendent und der sah, die Verantwortung wäre jetzt nicht mehr mit uns, das wäre mit dem Militär. Vergib dies. Que a responsabilidade é toda dos militares. Ja, das Militär, das ist schon tot, die sind schon acampiert draußen auf Fleberich. Sargento Munhoz. So? Vai imediatamente pedir novas instruções ao presidente da província. Eu já mandei vir um destacamento com equipamento e armas pesadas. Isso deve impressionar essa gente. E os senhores mandem recolher suas sentinelas. E, sobretudo, não envolvam crianças nessa história. Durch deinen Todeskampf und dein vergossenes Blut helf uns, lieber Herrgott. Mir weiche nicht von dir, weich du nicht von uns. Unser junger Bruder, zuerst Georg und nachher Willem, sind schon bei dir. Und du gibst ihnen, was man uns hier nehmen tut. Amen. Jesus, ich bin dein Mund. Ich bin dein Schwert. Wo dein Recht ist, das ist dein Kraft. In uns alle. Rudolf. Robinson. Hannes, alte Graue, schnell. Ihr seid sein Apostel. Du, Rudolf,
bist Simon Petrus. Du Robinson, Andreas. Du Hannes, Jakobus und der alte Graue. Sei Judas. Mit euch kommt sein Zorn über die Spötter. So hat er's gewollt. So hat er's uns geheißen. Ich habe noch niemand was zu leid getun, aber das ist ein Zeichen. Unsere Feinde sind nicht die Soldaten vom Tiro di Guerra. Das sind die Leute von der Wende und die vom Leonerhof. In die ist der Teufel gefahren. Sonst hätte Dr. Bill uns nicht losgelassen. Komm, Hannes, das ist schon Mitternacht. Der Willi braucht uns nicht mehr. Es ist aus, Peter. Ihr habt Waffen und Soldaten gegen uns mobilisiert, gegen uns gehetzt. Das ist Unrecht, gegen uns und gegen Gott. Du raulicher Hund! So sind die. Jetzt bloß noch schieße, steche, verbrenne, ohne spreche. Die Schöpferin!
Philip! Philip! Raus hinein! Die Mucke sind los! Das Serrano-Pferd ist ausgerissen. Bis jetzt kein Widerstand. Das Öl nicht so früh anmachen. Die sind von der Schuss gewandt. Jetzt zum Apotheker. Jetzt zum Bart, zum Schmidt und zum Brenner. Das sind die Flammen, wo Jakobine gesehen hat. Coronel Genuíno Sampaio. E talvez um pouco tarde, né? Como se pode comprovar. O exército estava de prontidão. Simbolicamente, quer dizer. E dormia tranquilamente, enquanto no Ferrabrás havia sangue e morte. Eu recuso qualquer responsabilidade de parte da polícia ou da prefeitura. Senhores, o exército que acabou com Rosas, que acabou com os farrapos e com o Paraguai, não pode ser objeto de troça aqui. Estávamos de mãos amarradas. Devido a isso, com sua licença, eu chamaria isto aqui de uma mera conversa de humanidade ilegalidade. A lei não deve ceder às minorias radicais. Senhores, e se nós solicitássemos a intervenção direta do senhor presidente da província, apontando-lhe principalmente os aspectos ideológicos do problema, sem tocar forçosamente no ponto de vista constitucional. Os senhores me entendem? Esta é a nova arma prussiana, de muita precisão. Normalmente temos 200 peças em estoque. T-Schist, Segenau. T-Trift, Segenau. Sehr sicher. Thank you.
mit Ihrem Ofen. Hier oben kennen Sie sich nicht aus. Da ist das Militär verloren. Das ist besser, dass du schon hier oben bleibst. Ich bleibe dort unten mit euch. Was kümmert uns das Militär? Nur 5 oder 6 von unseren sind stärker gewesen wie die alle zusammen. Weil wir das Werkzeug sind, Rudi. Wir können nicht verlieren, auch wenn sie uns umbringen. Der Willi ist tot. Und die andere auch schon. Ich als Frau schieße. Ich schieße ihr doch nicht dran. Ach, wieso? Du lernst. Du musst dich fest hinstellen und genau gucken. No tengas miedo. Preciso hablar con Jacobina. Jacobina braucht euch nicht. Wir alle brauchen euch nicht. Wir brauchen keiner, der sich so wenig mit uns gekümmert hat, wie ihr, Herr Missionär. Ustedes van para su propia ruina. Ya nadie está de vuestro lado. Yo vine a ofrecerles mi ayuda y el perdón de vuestros pecados. Du bist der Teil! Der Teil! Ich verhänse dich! Ich verhänse Stuhl gesehen. Vor dem ist alles geflohen. Kaiser und Papst, Himmel und Erde. Und sie wussten nicht, wohin. Davor war ein feuriger Pool. In dem Pool wurden sie alle reingeworfen, die nicht in dem Buch standen. Das Buch, das hat ein Engel in der Hand, neben dem weißen Stuhl. Das waren die Leichen, die Spitze, die Ungläubigen. Aber ihr, so spricht Gott, ihr seid das Salz der Erde. Denn wir leben in dieser Erde
und in diesem Boden wie das Gewürm, wie die Fächer im Wald, wie die Fisch im Wasser, mir schlupfen in die Erde, wenn der Feind uns vernichten will. Und mir komme wieder heraus, wenn mir ihn vernichten solle, wenn der Herr uns dazu gebraucht. Mir kenne zertreten werden, aber nicht unsere Erde. Und aus dieser Erde wird wieder das Leben kommen, nach uns, immer, ewig. Und das Leben wird immer Gerechtigkeit brauchen und Freiheit, so wie es uns gezeigt worden ist. Robinson. Hier bleibt der Rudolf. Da kommt der Johann, der bleibt da an der Lade. Die kannst du hier doch bleiben, da tun sie dir. Vamos lá. Vamos lá. Tijerinho, volta aqui. Mais dois pra lá. Fechado! Três baixas, os nossos estão fugindo, tem muco por toda a parte. Avançar! Komme wieder. Der alte Grauer bleibt mit denen auf die Spur. Jetzt sollen wir auch noch selbst die Hände ins Feuer stecken. Wollen sie uns auch noch gegen die Buge tun? So, nun? Seu nome? Finger. Acabou as armas. Und mehr, wo bleiben mehr? Dann gebt uns da einen Knibbel, wenn wir kein Gewehr kriegen. Última forma. Recolhe as armas. Nós estamos aqui não apenas para defender a vida da população ameaçada, mas também a pátria, a família, a ordem, etc. Afinal de contas, quem foi que começou essa esculhambação? O Flaipe me exige, meu neto. Estou sim, o Flaipe, Knurto. Ela tem o corpo fechado.
Jacobina recolheu o dinheiro do pessoal dela. Tem muita coisa para pegar. Vocês podem aproveitar. E hoje tem ração dobrada de schnapps para todo mundo. Sie kommen. Meine Frieden sind sie da. Lina, komm schnell, du noch bitte raus. In doppelter Kraft. Was jetzt noch passiert, tut, das ist nicht mehr wichtig. Jeder ist dabei geblieben. Jeder von uns. Quer dizer, então, que o exército considera esse bando invencível? Mataram mais galinhas de colonos do que muckers? É. Nós tivemos baixas consideráveis. Um dos nossos melhores homens caiu. Caiu, como o senhor quiser. Mas para reafirmar o bom nome do exército e do nosso governo, eu vou dar uma ajudazinha aos senhores militares. Me permita apresentar um valoroso veterano da Guerra dos Farrapos. Ele foi cabo no meu regimento. Ele vai guiar a sua gente ainda esta noite. E não se fala mais nisso. Eu quero que o enterro do nosso caro coronel seja o ponto final na questão. Senhores, sem mim, sobe um 13. Mula! Mula! Komm runter, wir wollen abwechseln. Seis pela frente e quatro pelos fundos. Die Hexenfahrt ist ausgerissen! Aus. Der Graue hat sie durchgelassen. Alles tot. Der Seen hat das Pulver angesteckt.
Das war's, das feurige Pool, wo ich gesehen habe. Der alte Graue. Deshalb habe ich ihn Mr. Judas heißen. Jetzt. Rudi, Mutter, Robinson, helft mir, schnell, er ruft. Dem Hut noch und dem Stock ist das der Maurer. Ja, das ist der Maurer. Es reißt. Und da hier ist Maniok drin und ein Papier. Das ist ein Brief. A Sua Majestade Imperial Dom Pedro II. Liberdade, direitos, Jacobina Mendes. Gut, dass das Ding nicht in Rio ankommt.